Ja, hallo, moin, moin, meine lieben Freunde, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, auf Gustav Spielwiese, heute wieder mit einem Leckerbissen, und zwar einem Action-2D-Game mit dem Namen Getsu Fumaden, und zwar das Ganze im Early Access auf Steam erhältlich, und ich würde sagen, wir steigen einfach mal direkt ins Getümmel ein, und nebenbei werde ich natürlich ein bisschen was über das Spiel erzählen. Das Ganze ist im Moment ein Early Access-Spiel, erhältlich auf Steam. Soll 2022 auch auf Nintendo Switch rauskommen. Und ja, ich hatte auch mal gelesen, dass das Spiel eigentlich ein Remake ist von einem Klassiker, der schon irgendwie 1987 auf NES damals erhältlich war. Ich hatte davon noch nichts gehört, aber ich bin sehr positiv überrascht, wie cool das Spiel gemacht ist. Man muss auch dazu sagen, wenn man sich jetzt diese Version hier auf Steam holt, gibt es nochmal einen extra Soundtrack, den man sich runterladen kann. Und nochmal das Originalspiel an sich, das dementsprechend natürlich im 87er-Style sehr, sehr pixelig ausfällt. Aber natürlich für Nostalgiker auch ein sehr, sehr cooles Leckerbissen. Das Ganze für satte, ja, 24,95 oder 99, wenn ich mich nicht irre. Lohnt sich allemal. Und wir steigen hier jetzt direkt ein. Zu der Hintergrundgeschichte. Ich werde jetzt nicht großartig viel erzählen, aber Getsu Fuma, das ist hier unser Held. Der muss jetzt seinen Bruder irgendwie finden. Irgendwie ist da was passiert, er ist verschwunden. Und im Zuge dessen müssen wir hier durch die japanische Mythologie so ein bisschen rumjumpen, machen, tun, hast du nicht gesehen. Und dabei nehmen wir natürlich diese schöne Katana. Was gibt's noch zu dem Spiel zu sagen? Es ist, wie gesagt, Roguelike. Es ist Metroidvania-Style. Es ist Hack and Slay dabei. Epische Bosskämpfe erwarten uns. Und super, super schickes Setting hier. Macht sehr, sehr viel Spaß. Zu der Mechanik werde ich hier nochmal mit unserer süßen Tante mal kurz schnacken. Und zwar, was können wir hier machen irgendwann? Wir können im Laufe des Spiels, natürlich werden wir viele, viele Anläufe brauchen, wie ich das schon gemacht habe bis jetzt, können wir hier dann irgendwann die ganzen Waffen, die wir hier zur Verfügung haben, das sind Speere, das sind Keulen, das sind Doppelschwerter, ein Regenschirm und das Katana, was natürlich nicht fehlen darf im japanischen Setting. Und dann haben wir die Möglichkeit hier, wir nehmen mal zum Beispiel dieses Ding hier, in Form eines kleinen Talentbaumes, nenne ich das Ding mal, können wir unser Schwert dann immer weiter verbessern. Die nächste Stufe wäre hier, wenn wir genügend Reißzähne des Dämons haben, 15 brauchen wir dafür, im Moment haben wir 7, können wir dann hier die nächste Stufe erklimmen. Das wäre dann plus 20 Angriff, dann sind wir gleich ein bisschen stärker. Und wie gesagt, das Ganze können wir natürlich mit allen Waffen machen. Da nochmal die Möglichkeit hier bei den Nebenwaffen. Wir haben die Möglichkeit, nicht nur zwei Hauptwaffen zu führen, sondern auch zwei Nebenwaffen. Das sind hier Bögen, Bomben, Wurfmesser, komische Sterne, die man hier auslegen kann und sogar eine Muskete am Start. Auch hier wieder kann man alles dementsprechend, wenn man die Materialien hat, ausbauen. Für Motivation ist auf jeden Fall gesorgt und so wie ich das Spiel einschätze und bis jetzt die paar Stunden gezockt habe, braucht man das auch. Also man muss schon wirklich ein bisschen seine Waffen leveln. Und ansonsten wäre das hier sehr, sehr schwer zu bestehen. Einen Trainingsmodus haben wir auch und geheime Künste, die man dann auch dann, ja, in Form eines Ranges erklimmen kann. Da habe ich jetzt gerade 13, ich glaube, sind das Seelen? Ich bin mir nicht genau sicher, ob das Seelen sind. Auf jeden Fall für Rang 1 bräuchte ich 60, ich habe im Moment 13. Und da muss ich mich natürlich entscheiden, was ich genau hier dann belege. Zum Beispiel einen taktischen Leitfaden für Kämpfe mit schwieriger Ausgangssituation. Erforderlich, um die Meisterschaftsfähigkeit, Materialienregeneration freizuschalten. Und da sind nochmal die Effekte beschrieben. Das hat sich für mich ganz gut gelesen. Hier ein Buch über fremdartige Medizin. Erforderlich, um Meisterschaftsfähigkeit, höhere Heiltränke freizuschalten. Dann ballern die Heiltränke ein bisschen mal rein. Das wird wahrscheinlich mein Medica Necronomica sein irgendwann. Aber wir werden sehen. Und ich würde sagen, genug gesappelt, einfach mal rein ins Gameplay hier. Wir nehmen mal, das Katana haben wir schon, den Regenschirm als Zweitwaffe. Man kann dann hier immer mit RB von Schwert auf Regenschirm, gegebenenfalls auf andere Waffen umschalten. Wir nehmen mal das Katana, das ist immer ganz geil. Gehen ins Portal rein. Ich werde mal gucken, ob ich es bis zum Boss schaffe. Wird wahrscheinlich nichts, weil es schon nicht ohne ist. Gebe auf jeden Fall mein Bestes und wie immer natürlich live und ungeschnitten. Und hier sehen wir schon wieder mal ein bisschen, wie geil diese Grafik eigentlich ist. Erinnert mich stark an Dead Cells. Da habe ich auch mal ein Video von gemacht auf meinem Kanal. Und hier sehen wir schon mal ein bisschen. Hier kann gemetzelt werden, es kann gelootet werden. Hier gehen wir mal runter.
ausweichen mit der B-Taste. Sehr, sehr schön gezeichnet, das Spiel auf jeden Fall. Da holt er aus. So, und man muss sich schon ein bisschen anstrengen hier. Und es ist nicht einfach nur blind aufs Gamepad ballern, sondern man muss schon ein bisschen gucken, was man macht. Gerade so ein Bosskampf, den habe ich jetzt, boah, 6, 7 Mal, glaube ich, bestritten. Und ich hatte immer das Nachsehen. Gar nicht so einfach. So, ich bin mal gespannt, was die ersten Nebenwaffen sind, die ich bekomme. Der Levelaufbau, wenn ich mich nicht irre, ich nehme erstmal einen Trank. Wenn ich das zumindest so richtig eingeschätzt habe in den paar Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Das Leveldesign verändert sich immer leicht. Es bleibt also nie gleich. Zumindest hatte ich den Eindruck. Falls ich da jetzt was Falsches sage, könnt ihr mich natürlich gerne in den Kommentaren korrigieren. So. Jawohl, auf jeden Fall klatscht das schon ganz schön hier. So, man kann natürlich hier auch die große Karte dann sich zu Gemüte führen. Da geht's nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich oben rum. Wobei, von unten hat auch einer geschossen gerade. Also da ist auf jeden Fall irgendwas. Die lila Markierung, das sind Seelen. Die kann man dann auch einsammeln. Was ich damit mache, weiß ich jetzt noch nicht. Ich glaube, das sind sogar die Dinger, die man für die Fertigkeiten braucht. So, die Krüge können wir hier kaputt machen. Ein bisschen Knete einsammeln. Dafür können wir uns nachher bei speziellen Händlern, die wir dann hoffentlich finden, können wir uns dann Waffen kaufen. Viele verschiedene Waffen und jede Waffe spielt sich, sofern ich das eigentlich beurteilen kann, sehr, sehr schön. Nehmen wir das Regenschirm-Ding kurz hier. So, mal gucken. Wir lassen ihm mal was auf uns schmeißen. Okay, damit kann man das nicht blocken. Okay, das wird jetzt kriminell. Also zurück. Wir bleiben lieber bei unserem Katana. Das können wir am besten. Also Ziel muss es sein, jeweils so gut es geht, mit viel Leben und am besten noch mit 2 Heiltränken zum Boss zu kommen. Weil der hat es auf jeden Fall in sich. Das heißt, jetzt habe ich eigentlich schon, sofern ich hier keinen anderen Heiltrank finde, habe ich eigentlich schon die Arschkarte. So, ich versuch's mal jetzt im Schnelldurchgang zu spielen. Vielleicht komme ich ja bis zum Boss. Oh, hier gehen wir mal runter. Ei, okay. Nehmen wir erstmal die Kiste. Gucken, was da drin ist. Ein Speer haben wir hier. So, den Speer, den tauschen wir mal gegen den Regenschirm. Und hier ist auch noch eine Kiste. Da haben wir schon mal eine Nebenwaffe. So diese Wurfgeschichte hier. Die Nebenwaffen haben auf jeden Fall Abklingzeit. Die kann man nicht permanent abfeuern. Kann ich gleich nochmal zeigen, wie sich das anfühlt. Fühlt sich auch sehr, sehr wuchtig an eigentlich. Gerade auch mit so einem Bogen. Aber jetzt haben wir die Wurfmesser erstmal. Zack. Steht das hier daneben. Jawohl. Und weiter geht's im Text. Steuert sich sehr, sehr nice. Ich spiele das Ganze natürlich mit dem Gamepad. Bis jetzt machen auch die Gegner einen sehr guten Eindruck. Also es ist kein Fallobst dabei hier. Natürlich haben die auch irgendwo ihr eigenes Schema. So. Wahrscheinlich wird mich gleich das zeitliche segnen. Ich habe schon geahnt. Und da sehen wir auf jeden Fall mal die Animation, die dann kommt, wenn man dann hier ins Gras beißt. Dein Körper mag am Ende sein, doch deine Seele und deine Erinnerungen werden auf ewig weitergeboren. Ja. Oder wiedergeboren, nicht weitergeboren. Da freut man sich natürlich.
Und so versuchen wir natürlich jetzt hier das Level bestmöglich abzuschließen. Überspringen mal kurz die Animation hier. Ja. Und direkt wieder mit dem Katana. Mal gucken, was wir jetzt hier zur Auswahl haben. Okay, den Speer können wir gleich mitnehmen. Den nehmen wir auch mal direkt hier mit. Sehr schöne Attacke. Also in der Regel hat man zwei Attacken. Einmal mit X und einmal mit Y. Ich spiele jetzt mit dem Xbox-Controller. Sprich mit dem PC-Controller. So, werde natürlich wie immer das Video jetzt nicht super, super lang halten. Wird wahrscheinlich jetzt der letzte Anlauf sein. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Selbst das Speer fühlt sich sehr wuchtig an. Ich würde mal geradeaus weiter rennen. Natürlich macht der dann irgendwann, wenn man ihn ein bisschen gelevelt hat, mehr Schaden. In der Regel, so wie ich das einschätze, muss man sich erstmal wohl auf eine Waffe spezialisieren, weil das Leveln der Waffen ist schon sehr, sehr zäh. Also es dauert schon, bis man die Ressourcen hier hat. Hier haben wir schon mal so eine Bombe. Also diese kleinen... Zack, hier sehen wir mal, was passiert. Auch sehr schön. Damit kann man dann Gegner bearbeiten, die dann auf engen Raum eher ihr Unwesen treiben. So, den Bogen nehmen wir auch mal. Ist auch sehr nice. Und noch eine Bombe hinterher. Zack, also die machen schon gut Schaden, die Nebenwaffen. So, wir wechseln mal auf Katana. Die Doppelklingen spielen sich auch sehr nice. Mal gucken, ob ich welche finde. Wir gehen jetzt hier mal runter. Man hat mit den Doppelklingen zum Beispiel so eine Art Wirbelwind. Oh, jetzt habe ich mich verklickt. Das wollte ich machen. Jawohl, schön Dauerfeuer mit dem Bogen, kommt immer gut. Und ich glaube, jeder, der mit so einer Art Spielen was anfangen kann, der wird hier um Getsu Fumaden nicht drum rumkommen. So, kurze Heilung. So, das nehmen wir auch mit, das Ding. Hier können wir unseren Mana-Reif nehmen, aber ne, den lassen wir erstmal. Ich bin eigentlich gut bestückt. Also mit Bogen und Bomben entspricht eigentlich meiner Spielweise. So, wir gucken uns nochmal hier nochmal die Karte an. Uiuiui. So, den können wir noch ein bisschen bearbeiten hier. Knappe Kiste. So. Zack. Und einer noch hinher. Nein. So, so geht das. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Laune. So, mal gucken, wo wir jetzt hier gelandet sind. Mit dem Geld, wie schon erwähnt, kann man hier dann irgendwelche Händler dann finden, wenn man sie denn findet. Und kann dann gegebenenfalls nochmal die Waffen umtauschen. Also entweder in Form eines Loots bekommt man hier die Waffen oder halt man kann sie sich beim Händler kaufen. Ich habe bis jetzt eigentlich sogar alle Waffen soweit durch. Hier können wir nochmal das Schnellreisesystem zeigen. Wir gehen mal zurück zum Anfang. Und werden dann mal komplett rechts rüber latschen. Sehr schöne Musikuntermalung auf jeden Fall. So, Bogen. Nö, passt schon. Wir haben den Bogen und wir haben unsere Bömmchen. Gucken, was hier drin ist. So. Ja, den Speer haben wir auch. Sehr, sehr schöne Atmosphäre, definitiv.
Kann ich echt nur empfehlen. So, wir werden jetzt nochmal einen kleinen Kamikaze-Angriff starten hier. Nochmal komplett auf Offensive. So, hier geht es gar nicht weiter, sehe ich gerade. Muss ich auch mal kurz gucken. Das ist mir, muss ich auch dazu sagen, öfter schon mal passiert, dass ich halt wirklich dann gucken muss, wo es hier weitergeht. Aber es gab zumindest immer einen Weg, wie man weiterkommt. So. Auf jeden Fall freue ich mich auf den Boss. Mit dem habe ich noch ein kleines Hühnchen zu rupfen. So, ein bisschen Action hier. Ich selber muss mich noch ein bisschen an das Gamepad gewöhnen. In der Regel spiele ich nicht mit Gamepad. So, ich glaube, hier ist sogar die Ecke, wo man weiterkommt. Aber die Mechanik ist natürlich jetzt nicht super kompliziert. Man braucht nicht lange, um reinzukommen. Erste Erfolge sieht man schon gleich. Spätestens beim Boss sieht man dann, oh, ob man den Controller beherrscht oder nicht. Da haben wir wieder das zeitliche Gesehene gekriegt. Und ja, ich denke mal, das sollte es auch für Video 1 gewesen sein. Das ist ein kleiner Erstandruck. Knapp eine Viertelstunde. Und ich werde versuchen, mich bis zum Boss mal durchzukämpfen jetzt die Tage. Und werde da vielleicht nochmal Video Nummer 2 versuchen hochzuladen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr meinen Kanal natürlich abonnieren. Dann nehmen wir nochmal das Schwertchen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, gerne in die Kommentare rein. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn positives Feedback hier am Start ist. Das Spiel macht auf jeden Fall super Laune. Definitiv auch hier von mir eine Kaufempfehlung. Wir gehen noch einmal hier rein. Und macht super, super Spaß. Also Fans von japanischem Setting, von Hack and Slay, von Metroidvania 2D Action Games sind hier definitiv richtig aufgehoben. Und ja, mit diesen letzten Bildern würde ich sagen, check das aus. Sergeant Gustav ist raus. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch in den nächsten Tagen mit Video Nummer 2. Zack, zack, zack. Und nochmal rein ins Portal. Bis bald. Ciao, ciao.